Willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Wir sind mitten in einer kleinen Videoserie über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung. Und diese innerbetriebliche Leistungsverrechnung gehört in den Betriebsabrechnungsbogen, den BAB. Und der BAB wiederum kommt aus der Kostenstellenrechnung. Kostenstellenrechnung, wo es um die Frage geht, wo sind die Kosten angefallen. Bei der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung gibt es im Prinzip drei Verfahren. Das eine ist das Gleichungsverfahren, das zweite ist das Stufenleiterverfahren, das dritte ist das Anbauverfahren. Und wir beschäftigen uns in diesem kleinen Video mit dem Gleichungsverfahren. Noch einmal das Grundproblem. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung ist die Verrechnung der sogenannten sekundären Gemeinkosten. Sekundäre Gemeinkosten sind die Kosten, die für die Leistung von Hilfskostenstellen anfallen. Und jetzt stellen wir uns vor, Sie haben die Hilfskostenstelle Reparatur. Das ist eine innerbetriebliche Stelle. Hilfskostenstelle hilft den Hauptkostenstellen. Und wir haben ein innerbetriebliches Elektrizitätswerk. Das heißt, die zweite Hilfskostenstelle heißt Strom. Und diese Hilfskostenstelle Strom hat nun von der Hilfskostenstelle Reparatur etwas bezogen, und zwar 100 Reparaturstunden, 100 Stunden, und hat an die Reparaturabteilung 5000 Kilowattstunden, wenn ich es richtig sehe, 5000 Kilowattstunden geliefert. So, das ist unser Grundproblem, denn die Hilfskostenstelle kann der erst den Verrechnungspreis sagen für die 5000 Kilowattstunden, wenn sie von dieser Stelle den Preis für die 100 Stunden weiß. Und das Gleichungsverfahren stellt nun zwei Gleichungen auf. Einmal die Gleichung der Hilfskostenstelle Reparatur und zum zweiten die Gleichung der Hilfskostenstelle Strom. Nach dem Grundprinzip Kosten gleich Leistung. Das ist wichtig, das sollte man sich merken, Kosten gleich Leistung. Was hat die Hilfskostenstelle Reparatur für Kosten? Nehmen wir an, sie hat 20.000 Euro primäre Gemeinkosten, das sind Kosten für von außen bezogene Leistungen, 20.000 als Beispiel, plus5000 Kilowattstunden bezogen, gleich geleistete 2000 Q REP. Also 2000 Reparaturstunden geleistet zu einem Preis, den wir noch nicht kennen, 5000 Kilowattstunden erhalten, deswegen Kosten hier, zu einem Preis, den wir ebenfalls noch nicht kennen. Die Hilfskostenstelle Strom stellt folgende Gleichung auf: 2500 Euro primäre Gemeinkosten, das hier und das hier sind primäre Gemeinkosten, Kosten für von außen bezogene Leistungen, nur um es nochmal zu wiederholen, plus 100 Q-REP. Das heißt, von den 2000 Stunden, die diese Kostenstelle geleistet hat, sind 100 an das Stromwerk gegangen, gleich 50.000 Q Strom. 50.000 Kilowattstunden geleistet, zu bewerten mit einem Preis, den wir noch nicht kennen. Damit haben wir zwei Gleichungen. Erste Gleichung, zweite Gleichung. Und wir können nun mit zwei Variablen, Q Strom und Q-REP, zwei Gleichungen mit zwei Variablen. Der Mathematiker sagt hier, das Gleichungssystem ist bestimmt. Das heißt, wir können dieses Gleichungssystem auflösen und erhalten am Ende der Rechnung Q-REP gleich so und so viel, Q-Strom gleich so und so viel. Das heißt, wenn wir die Gleichungen auflösen, erhalten wir eindeutige simultane Lösungen. Das ist das Gleichungsverfahren. Rechnen Sie es mal selber aus. Im nächsten Video gehen wir auf die Lösung ein.
Schauen Sie auch unter spaßleindenk.de für meine Seminare, unter spaßleindenk-shop.de für Hilfen für Sie im Bereich BWL und Jura. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.